Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute zeige ich euch, wie ich aktuell trade und wie ich aktuell locker 150.000 am Tag mache. Vorab würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Ja, kostet euch nichts, unterstützt mich sehr. So, also ich zeige euch am Anfang erstmal, wie man sich generell Spieler raussuchen kann und dann am Ende halt, wie ich das gemacht habe und alle wichtigen Sachen. Also, ich habe mir erstmal ich bin auf Footbin gegangen. Dann habe ich hier PGP, das ist halt, kann man hier sortieren, was am meisten gespielt wurde. Und dann kann man erstmal hier Preis, also macht euch eine 100er Liste. Und zum Beispiel, also ich habe es jetzt mit über 3,5 Millionen gemacht. Dann habe ich also im Durchschnitt für jeden Spieler 36.000 an Budget. Desto mehr Coins, desto besser läuft es auf jeden Fall. Ja, dann habe ich halt 30 bis 40.000 eingegeben. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel 1,5 Millionen habt oder so oder 500.000, dann müsst ihr es durch 100 rechnen, also bei 1,5 Millionen 15.000. Ja, macht jetzt einfach 10 bis 20.000, das nehme ich jetzt hier mal als Beispiel. Tippt ihr es hier ein. Und dann sortiert ihr bei Spielern, und ihr könnt es eigentlich mit jeder Karte machen, die halbwegs spielbar aussieht. Und die halt, sind am Anfang alle komplett spielbar mit den Goldkarten. Der Markt ist aktuell komplett down, wegen dem Event 2 für 1, also 2 Packs für 1, für einen Preis, 2 Packs zum Preis von einem so. Und ja, deswegen kann man eigentlich alles machen. Aktuell könnt ihr euch die sehr gut bauen. Bis morgen auf jeden Fall. Morgen kommt wahrscheinlich eine Icon SBC, eine wiederholbare. Dann geht alles wieder hoch. Da kann man auch noch investieren, aber darum soll es auch nicht gehen in dem Video. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Karten kann man sich hier alle einmal mitnehmen. Ihr könnt die auch zweimal mitnehmen. Aber öfter als zweimal würde ich die auf jeden Fall nicht mitnehmen. Also ja, sollten dann schon mindestens 50 verschiedene Karten am Ende sein. Ja, die hier könnt ihr auf jeden Fall alle mitnehmen. Sehen ja alle interessant aus, den ja wahrscheinlich nicht, weil der nicht mal zu ziehen ist. Also den würde ich nicht unbedingt nehmen, aber sonst, die kann man eigentlich nehmen. Bei Special-Karten klappt es nach meinem Gefühl auch besser, finde ich. Aber bei so OP-Gold-Karten wie Wijnaldum, Martial, Werner und so, Longley, ja, da klappt es auf jeden Fall auch sehr gut. Auf jeden Fall kann man es hier alles raussuchen. Mertens passt auch. De Ligt würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, der ist recht langsam, aber ja. So könnt ihr auf jeden Fall euch Spieler raussuchen. Dann könnt ihr auch mal die Price Range erhöhen. Dann könnt ihr auch mal welche für 30 bis 40k holen. Und dann holt ihr einen, der halt 5k kostet. Dann statt irgendwie Mordi und Gomez. Aber dafür auch ein Son oder ein Pogba oder so. Ja, hier auf jeden Fall auch alles interessante Karten. Sind auf jeden Fall alles gute Karten. Ja, ich kann jetzt auch kurz nochmal hier auf Cheapest Players by Rating eingehen. Ihr könnt 84er, die sind aber auch schon zu hoch, unter 7,6 morgen mitnehmen, wenn ihr das schafft. Und ja, die unter, sagen wir mal, unter 16 oder 15,5, 85er mitnehmen, die unter 25k, wenn das geht. Und ja, 87er unter 35, aber am interessantesten sind halt nur 84er und 87er. Die anderen sind schon alle viel zu hoch, die hier für 40, aber die kriegt ihr eh nicht mehr und 89er und so eh nicht. Aber wenn die morgen, könnt ihr euch versuchen, ein paar 87er oder 84er zu snipen oder erbieten einfach für maximal 35k. Holt euch dann einfach eine Karte oder so und tut den Verein. Abends werden die dann wahrscheinlich auch hochgehen. So, ja, sind wir hier auf meinem Account angekommen. Kann ich euch gleich auch mal nochmal meine Liste zeigen. Die läuft jetzt, glaube ich, auch ab. Dann werden wir jetzt hier drauf gehen. Ihr seht es, einmal angeboten und 4 Verkäufe. Vorhin war auch schon einer, also insgesamt in der Stunde wieder 5. Hier, ihr seht es. Auf jeden Fall, was ich gerade vergessen habe zu sagen, holt die Offensiven alle mit Hunter und alle Defensiven mit Shadow, dann klappt es besser. Und wenn die umpositioniert sind, dann klappt es auch nochmal besser. Also hier Pogba war Stürmer zum Beispiel. Ja, ich zeige euch jetzt mal, also wie ich die nachkaufe. Ihr habt ja gesehen, Rodrigo für 42k. Dann gucken wir hier, war halt auch eine Special Card, der One to Watch war das. Mit Hunter. Wo waren hier? Hier One to Watch. Gucken, wie viel der kostet. Hier war einer für 37,75, der hat aber keinen Hunter. Deswegen gucken wir, also Hunter ist auf jeden Fall das Wichtigste. Den können wir auf jeden Fall gut mitnehmen. Ist jetzt nicht umpositioniert, ist jetzt nicht die beste Karte, aber geht auf jeden Fall fit. Pepe ja auch mit Hunter. Der ist vorhin schon weggegangen. Und dann der nächste ist Pogba. Ja, der klappt auf jeden Fall sehr gut, weil Mittelfeldspieler, der kriegt man auch oft als Stürmer. Den dann mit Shadow. Ist auf jeden Fall nice. Da
also ist auch die Goldkarte. Das klappt auf jeden Fall. Wie viel ist denn? Der ist für 36k oder so weggegangen und kostet nur 30. Ist auf jeden Fall guter Gewinn mit der Karte. Und ja, gucken wir mal, ob es Stürmer, wie viel der Stürmer kostet, Pogba. Ja, der hat kein Shadow, dann nehmen wir einfach einen normalen Pogba mit Shadow, einfach als ZM. Und ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich mache damit locker. Ich habe das jetzt, also ich habe gestern erst mit der Liste angefangen. Aber man macht damit mindestens, auch wenn es schlecht läuft, 100 bis 150k am Tag. Und wenn es auch mal gut läuft, vielleicht auch mal 200 bis 250. Ich denke, morgen wird es auf jeden Fall sehr krass laufen. Rashford und Gomez. Und das Prinzip kann ich euch auch nochmal, also wie viel teurer ihr die anbieten sollt, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Für die Karten. Aber erstmal kaufe ich hier Rashford und so nach. Ja, der geht auf jeden Fall schon wieder hoch. Gestern lag der bei 22k, glaube ich. Ja, bei 23k. So, ihr seht auf jeden Fall, ich habe 130k. Und ich habe gestern alles in die Liste gemacht. Und ich, also das war gestern Abend um 10 oder so. Also ich habe erst heute richtig damit angefangen. Und ist jetzt gerade kurz vor 6. Also ich mache es jetzt noch keinen ganzen Tag. Ich kann den noch den ganzen Abend anbieten. Und ja, deswegen, man macht locker 150k am Tag. Das ist auf jeden Fall entspannt. Und ich habe jetzt hier aus, glaube ich, fast jeder Preisklasse einen Spieler. Dann kann ich euch halt, ja, das macht man immer in 10k-Schritten, dann immer für jede Etappe sagen, wie viel teurer man die anbietet. Also hier fangen wir mit Gomez an, der ist ja am billigsten. Die würde ich so 1000 bis 1500 Coins teurer anbieten. Nimmt daraus, also ich nehme daraus immer die Mitte, das ist dann 1200 Coins teurer. Dann hier für 10 bis 20k habe ich keinen, aber da würde ich so 2,5k, 2 bis 2,5k teurer anbieten auf jeden Fall. Dann macht man ja so die Hälfte vom Gewinn sind dann Steuern und die Hälfte gehört dann euch. Das ist auf jeden Fall nice. Also das solltet ihr immer so ungefähr als Regel sehen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann macht ihr auf jeden Fall saftigen Gewinn pro Karte, pro Stunde macht ihr locker 10 bis 20k auf jeden Fall. Also jede Stunde müsst ihr halt neu anbieten, weil sonst klappt es nicht. Aber das solltet ihr wissen, einfach von überteuert verkaufen. Dann bei 20 bis 30k Spielern, die biete ich immer so 3,5k teurer an. Hier der auch 3,5k teurer. Das klappt auf jeden Fall auch gut. Dann, ja, das ist jetzt für 27,25. Dann 30 bis 40k Spieler 5k teurer anbieten. So, also den für 35,75, der war auch den dann für 44,25. Und dann 40 bis 50k Spieler, die würde ich so 6,5, 7k teurer anbieten. Das klappt dann auf jeden Fall, dann gehen auch einige weg. Und wenn es teurer wird, dann müsst ihr so selber abschätzen können, so dann so 7, 8, 9k. Und wenn es über 80k dann auf einmal ein Spieler liegt, dann so auf 10k teurer würde ich den dann anbieten. Auf jeden Fall, das ist so das Wichtigste. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich kann ja im Schnelllauf nochmal meine Liste zeigen. Hier, also ich habe 100 verschiedene Spieler. Auch sehr viele Special Cards. Ihr könnt ja auch mal pausieren. Umpositioniert, wo es ging halt. Und halt, also fast überall. Hunter oder Shadow. Und wenn nicht, dann ist auf jeden Fall irgendwie drei Positionen umpositioniert. Auf jeden Fall, das klappt sehr krass. So macht ihr, wenn ihr so viele Coins wie ich habt, könntet ihr auch so nachbauen, wenn ihr Bock habt. Sonst macht es mit weniger Coins, da soll es auch gut klappen. Auf jeden Fall, ja, das ist das Beste aktuell bei dem Marktcrash. Die Spieler gehen so oder so hoch, also in ein paar Tagen könnt ihr die wahrscheinlich dann eh mit Gewinn verkaufen. Das, also aktuell ist echt ein guter Zeitpunkt für UV-Liste. Aktuell traden ist schwer, deswegen wollte ich das jetzt mal so bringen, damit ihr auf jeden Fall wisst, wie ihr jetzt aktuell auch Coins machen könnt. Morgen kommt vielleicht eine Prime Icon SBC. Checkt morgen die Preise von den 84ern und 87ern ab. Ja, nehmt euch da, wenn die Preise gut sind, ein paar mit. Ich würde jetzt aber auch nicht unbedingt All-In gehen, weil so sicher ist jetzt auch nicht. Aber, ja, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem UV-Video. Ich hänge euch jetzt hier noch drei What-If-Packs an von vorgestern. Die wollte ich noch in ein Video reinbauen und noch in meinen 125k-Pack. Ja, war jetzt nichts richtig krasses bei, kann ich schon mal sagen, aber ja, schaut einfach selbst, war auf jeden Fall in Ordnung, aber ja. Garantiertes What-If-Spieler-Pack, oh mein Gott. Komm,
Komm. Brasilien? Wer ist das? Ach, man kann auch aus Team 1 ziehen, hä? Hm, der geht. Guck mal, der geht voll, aber ich kann den nicht einbauen. Okay, zweites What-If garantiertes Pack. Kannst öffnen. Öffne. Einfach rein. Wir beten. Komm bitte Walkout. Da ist er garantiert. Der ist gut. Jovic geht. Zeig mal die Stats. Geht voll. Na, geht doch nicht. Drittes What-If-Pack. Komm, Junge. Komm. Gott belohne uns. Italien. Nein, das ist der schlechteste. Grifo. Das ist der zweitbilligste, habe ich gerade noch gesehen. 125 K-Pack. Kann kein Walkout. Nö. So Leute, ja, das war's mit dem Video. Waren jetzt keine krassen What-If-Spieler dabei, aber ging auf jeden Fall fit. Ja, mit der UV-Liste läuft auf jeden Fall krass, baut euch die auf jeden Fall nach, wenn ihr so viele Coins habt, und sonst sucht euch andere raus. Ich habe euch ja gezeigt, wie es geht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.